Das ist das Gehirn. Hier, also rechte Hirnhälfte, linke Hirnhälfte. Hier ist noch alles soweit in Ordnung. Und hier sehen wir eben, das können Sie auch erkennen, diesen Tumor. Ja. Er befindet sich ungefähr 4 bis 5 Zentimeter tief unter dem Schädeldach. Er ist also unscharf begrenzt, hat hier solche Infiltrationen in das normale Hirngewebe, hat Anteile, wo das Gewebe schon zugrunde gegangen ist. Allerdings ist es eben wie bei so einem Flächenbrand an den Seiten hier. Da sehen Sie überall aktiven Tumor. Also man muss sagen, dass es eben kein gutartiger Tumor ist. Ja. Also dass es eben ein Glioblastom ist wahrscheinlich. Also das, was wir also das Glioblastom bezeichnen, also diese bösartige Form eines Hirntumors. Und bei Ihnen ist es eben so, dass der so in einem vorderen Hirnabschnitt gewachsen ist, so im Stirnlappenbereich. Und da sehen wir leider immer, dass die Symptome erst relativ spät auftreten, ja, und so unspezifisch sind. Also, dass man mal was vergisst, das ist ja normal. Und Kopfschmerzen sind ja auch nicht ungewöhnlich. Ne? Also so zu dem Bild ist, das haben Sie verstanden, ja, so im Grunde, was da jetzt los ist. Ja, das ist also der Befund. Entschuldigung, ich muss mal hier gucken. Entschuldigung. Ja, Träger, hallo. Nee, das ist ein anderer Patient. Wir haben so viele Patienten. Das ist also. Ja, doch, ich hatte gestern gehört vom Anästhesisten, vom Chefarzt, dass wir da einen längeren Saal kriegen können. War gestern bei der OP-Besprechung. Naja, klar, der hat gesagt, sie können nächste Woche Montag, Mittwoch oder Freitag vielleicht einen langen Saal haben. Und deswegen habe ich es erstmal aufgeschrieben. Also, ja. Ich hatte Ihnen ja gesagt, wir haben. Ja. Ja. Genau, ne? Okay, also wir lassen erstmal den Plan so, ja? Gut, okay. Ja, tschüss. Tut mir leid, nebenbei. Ja, tschüss.